Da unten ist Prato, Florenz, Pistoia, das Tal, wo wir hinwollen. Und dazu mussten wir jetzt heute über diesen Pass rüberfahren. Knapp auf 1000 Höhenmeter sind wir jetzt. Und jetzt geht es dann so runter. Wir sind das nämlich schon mal gefahren und von daher wissen wir das. Und wir wissen auch, wenn man so runterfährt und so ein Turnradl hat, dann braucht man gescheite Bremsen. Und Simone, ja, mit hier. Deswegen haben wir hier die sogenannte Hopebremse. Und die Hopebremse zeichnet sich dadurch aus, dass sie vier Bremskolben hat. Neulich hat uns ein Motorradfahrer angesprochen und gesagt, was, auf Radl gibt es jetzt auch schon sowas. Wir haben also eine, schau mal da Simone, eine Hopetech 3. Für normales Radlfahren natürlich total überflüssig. Aber hier jetzt im Berg runter, mit dem Gepäck braucht man gescheite Bremsen. Und wenn es jetzt auch noch nass werden würde, also regnen würde, braucht man gescheite Bremsen. Und darum haben wir diese Bremse. Und jetzt fahren wir runter. Und dann schauen wir, ob sie hält, die Bremse. Ja!